So, hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft aus Scarlet Dino. Zur Folge 6, glaube ich. Ja, genau, 6. Und, oh, es regnete gerade. Auf jeden Fall, ich habe hier sehr viel Neues gebaut. Nämlich, wer es nicht weiß, rechts oben beim i abchecken direkt. Wir haben vorher, genau, es war, glaube ich, jetzt... Die Folge kam am Mittwoch, das heißt, wir haben am Sonntag, also vor 3 Tagen, haben wir hier einen Livestream gemacht. Von Scarlet, also unbedingt rechts oben beim i auschecken. Und ja, da haben wir sehr viele coole Dinge gebaut hier. Zum einen waren wir in Minen und haben das Haus angefangen zu bauen. Also, und wir haben diese Rüstung hier gecraftet mit den Dings-Shards, also mit den Drachen-Shards, die wir gefunden haben. Und, alright. Also, nein, oh, oh, ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Okay, erstmal hier, okay, es regnet gerade. Wir haben ein Schaf gefunden, wollten es auch einsperren und, ja, nachher ist es irgendwie gestorben. Ich glaube, ich habe sogar mit der Hand, weil ich wollte einen Block unter das Schaf abbauen, dass praktisch, dass ich einen Zaun hier platzieren kann und ja, dann habe ich es unabsichtlich gekillt, aber jetzt kommt das Gute, es ist ein zweites Schaf direkt danach gespawnt, also von daher, aber ich habe trotzdem hier ein Grab hier gebaut und jetzt muss ich es so gehen, so, als dass hier nicht mein Haus direkt seht, so, 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 hier ist bei der Weise ein kleiner Weg und hier ist das Schaf, jetzt kann ich hier nicht vorbei, oder doch, ich kann vorbei, hier ist das kleine Schaf hier, ihr könnt auch in die Kommentare schreiben hier, ob ihr irgendwie einen Namen oder so habt, irgendwie irgendeinen Namen für das Schaf hier, für das gute alte Schaf. Und wir haben hier wieder drüber geschaut, aber da ist immer noch Dulf hier drinnen. Und der heißt jetzt auch jetzt offiziell Dulf, habt ihr auch im Livestream-Chat hier entschieden. Und, ups, ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Und, genau, ich habe jetzt gemacht, dass ich nächsten Sonntag, also jetzt in... Jetzt ist Mittwoch, das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das heißt in 5 Tagen, sollte 5 Tagen, nee, 4 Tagen, ist wieder Livestream, das heißt Sonntag, okay? Sonntag 18 Uhr haben wir entschieden, Sonntag 18 Uhr unbedingt wieder einschalten, da kommt wieder ein Livestream. Und, ja, okay, dann zeige ich jetzt mal mein Haus hier, es donnert und gewittert hier gerade. Und, ja, das ist mein Haus. Es sieht richtig cool aus. Wir haben den Livestream zwar nur, hier mit der Obenriss gemacht, aber hier, das sieht richtig cool aus. Jetzt wartet, jetzt gehen wir mal rein hier. Ich habe alles mit Schüssel gebaut. Und ja, das sieht so cool aus. Vor allem hier die Aussicht. Oder warte, ich gehe kurz schlafen. Weil es regnet hier gerade ein bisschen. Ich habe Angst, dass es hier ein bisschen in mein Haus rein donnert. Jetzt hier ein bisschen nass. Ja, wir haben noch kein Dach hier, aber... Ja, das ist egal. Und hier haben wir das schöne Sonnenaufgang. Ist richtig cool. Und genau, hier ist noch eine Eisenrüstung. Und wir waren meinen. Wir haben relativ viel Rubies gefunden, was man mit Rubies machen kann. Und wir haben Jade gefunden. Und im Livestream-Channel hat jeder geschrieben, so, Jade, das Jodelerz, wenn es mit Jod anfängt oder so. Und ja, ich habe noch das ganze Essen hier. Und warte mal, was? Death Warm Egg? Ist es ein Ei? Warte mal. Death Warm Egg? Oh, nein! Ist er freundlich? Warte mal. Hä, was war das jetzt? Ist er freundlich? Ich kill ihn mal. Ich habe echt Angst, dass er mich noch killt. Von Chitin? Hat mit dem irgendwas machen? Nee. Ja, komisch irgendwie. Alright. Leichter schnell hier an. Lol, ein Egg habe ich hier gerade gehabt. Genau. Lol, ist immer noch hier ganz leicht nass hier. Genau. Ich habe heute auch was richtig Cooles hier. Nämlich. Ich habe hier so ein Mindpad. Und ich habe so ein Clipboard. Also. Gehen wir erstmal hier zum Mindpad und lesen mal ein paar Kommentare. Nämlich, das Mindpad hat sehr coole Funktionen. Man kann hier praktisch einfach YouTube oder solche Webseiten gehen und kann ja einfach nachsehen. Zum Beispiel, ich kann jetzt die Kommentare lesen. Okay, dann gehen wir mal rein. Warte, ich... So, dann kann ich so machen. Und, alright. Dann gehe ich hier mal rein. Alright. So, so, so. Oh nein! Er spielt den Trailer gerade ab. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. So, so, so. Ist ein bisschen laut. So, alrighty. Hier ist mein Kanal, ist richtig cool hier. Alright, dann gehen wir mal runter. So, so, so. Hier war nämlich der Stream, der war ein bisschen gemein. So, könnt ihr auch unbedingt rechts oben beim i abchecken. Wie gesagt. So, dann gehe ich noch ein bisschen weiter runter. Genau, das wäre von vorher Folge. Hallo, du so. Alrighty. So, gehe ich hier runter. Und genau, hier sind die Kommentare. Also, ich habe hier schon ein bisschen, paar Dings, geliked, hier. Da habe ich hier nichts, wie die in unpassenden Moment eingeblendet werden. Das Ding ist, ich blende jetzt nicht wirklich, unbedingt, Kommentare noch ein, aber ich,
Ich lese hier praktisch einfach nur die Kommentare. Okay, was habt ihr geschrieben? Lesen wir mal durch. Irgendwer hat doch geschrieben hier mit dem... Okay, warte mal, drücken wir mal Show More. Irgendwer hat doch geschrieben hier, dass ich... aus die Ding Drachen-Scales hier eine Rüstung machen soll. Habe ich aber schon gemacht. Alright. Darf ich die nächste Folge anfangen? Hat die Creator Code eingetragen. Und ich würde den Villager Alfred nennen. Das Ding ist, das dumme Ding ist, wir haben jetzt schon Dulf genannt. Du darfst die nächste Folge anfangen. Das Ding ist, wir sind jetzt schon ein bisschen. Sind schon mehr bei 5 Minuten, aber ja. Sagen wir das Ziel, das anfangen, okay? Alright, was habt ihr noch geschrieben? By the way. So. Du kannst dein Haus ja vielleicht auf dem Wasser machen. Oder sowas wie ein Baumhaus. Oder in einem schönen aussehenden Berg. Und auf jeden Fall Schild dran machen, damit jeder weiß, dass du da wohnst. Sonst wird dein Haus wieder eingenommen. Ja, das muss ich unbedingt. Genau, ein Schild kann ich unbedingt machen gleich. Alright. Was schreibt der Paschu hier? Der Meteorit war eigentlich ein Ameisennest. Okay. Alright. Das war's, glaube ich, eigentlich. Ja, wie gesagt, ihr könnt halt hier, wie gesagt, hier Kommentare schreiben und dann lese ich die praktisch. Okay. Gebe ich das Mindpad hier wieder in Chest hier rein. So, Jesse die Chest. Alright. Jetzt haben wir das Clipboard hier. Und genau, bei den Clipper können wir sehr coole Sachen rausschreiben. Ich kann zum Beispiel mal rauf hier Haus. Also alle, ich schreibe da mal jetzt alles auf, was wir noch zum Haus bauen können. Hier kann man auch so oder so machen. Da mache ich mal so, weil das haben wir alles noch gemacht. Also, beim Haus kann ich irgendwie noch Küche oder sowas machen. Küche, Badezimmer. Das kann ich alles noch, alles mögliche noch machen. Dach muss ich auf jeden Fall noch machen. Was kann ich doch machen? Chestraum will ich natürlich auch machen. Geheimgang, genau, Geheimgang habt ihr auch geschrieben, dass ich einen Geheimgang machen soll. Was kann ich noch schreiben? Irgendwie. Ja, wie gesagt, ich kann ja alles mögliche aufschreiben hier. Ihr müsst auf jeden Fall einfach nur Kommentare schreiben und dann kommt hier auch, also lese ich auch die Kommentare hier. Und ja, wo soll ich das Ding? Kann ich das hier drauf? Doch, Tatsache, ich kann es hier drauf geben. Alright. Dann lass ich es mal hier hängen. Und genau, ich habe das alles hier mit Chisel gemacht, dass er ein bisschen raussteht. Und genau, das ist das Coolste, wie soll ich sagen, so ein Beet, ne, nicht so ein Beet, wie soll ich sagen. Mir fällt es gerade nicht ein, aber ihr wisst, dass ich meine hier, dass man Blumen noch rein platzieren kann. Auf jeden Fall habe ich das hier mit, Dings hier gebaut, mit, Chisel and Bits. Sieht richtig cool aus. Und jetzt habe ich ja auch einen riesen, Bag hier mit Chisel and Bits. Und, alright, ich gebe das zum Chisel hier mal rein. So, ich habe jetzt hier komischerweise zwei Chisels. Man kann die Chisel auch platzieren? Chisel kann nicht platzieren. Man kann irgendwie komischerweise den ganzen Bogen und das Schwert und so alles am Boden platzieren, auf jeden Fall. Und ja, das Einzige, was ich natürlich weiß hier, was soll ich auf der Wand hinbauen oder auf der? Ich schreibe es unbedingt in die Kommentare, dann lese ich es nächste Folge. Und ja, hier ist Mr. Scharf. Ja, wie gesagt, ihr könnt auch einen Namen für Mr. Scharf hier schreiben. Und genau, das Beste habt ihr noch gar nicht gesehen hier. Ich habe nämlich hier Blätter runtergebaut. Und hier habe ich einen kleinen Eingang. Ich glaube, hier können wir auch einen Geheimgang hier bauen oder so. Und, genau. Warte, ich muss halt hier ein bisschen weiter weggehen. So. Und jetzt seht ihr erst das Coole. Die Blätter, die sehen einfach so cool aus. Das ist wirklich... Die Blätter sind einfach so grün und... Ah, ich liebe das einfach. Und hier ist auch mal das Beet. Ich weiß gerade nicht den Namen dafür. Und, Okay, ich will nur schauen, ob es Dulf hier gut geht. Ah ja, da steht schon der Dulf. Ich frage mich, was ist das hier? Das frage ich mich eigentlich schon länger. Hallo Dulf. Hast du einen kleinen Geheimgang gebaut? Ja, Dulf. Ich weiß nicht, ob du ausbaust oder nicht. Gute alte Dulf. Das heißt, ich gerade reingefallen fast. In das gute alte Lava. Alright, dann gehe ich ja mal. Ich glaube, ich gehe wieder meinen hier. Und so. Dann gehe ich ja mal meinen. Ich habe ja auch die Kakteen hier wieder angebaut. Ich hab doch gesagt, weil da steht ja so Grey dran an der Rüstung, dass hier das mit färben kann. Aber ich glaube, die Scales muss er so schon färben. Und danach kann man das grün machen. Oder. Nee, warte. Genau. Ich hab gesagt, weil der Drache war auch grau hier. Ihr müsst, man muss praktisch einen grünen Drachen oder einen farbigen Drachen killen, dass man hier grüne Rüstung kriegt. Genau. Habe ich ja vergessen zu sagen. So, dann gehe ich ja mal wieder meinen. Dann habe ich noch Aisen. Nice.
Alright. Wir waren ja nämlich Folge. Genau, in Livestream wollte ich sagen. Hier meinen. Haben wir schon relativ viel gefunden. Ich weiß nicht. Ja, das glaube ich relativ gut. Habt ihr gesagt? Ich höre einen Villager. Ich glaube, das ist wieder der Fake-Villager, der Zombie. Hier irgendwo. Genau. Haben wir hier irgendwas nicht mitgenommen? Was ist das hier? Das ist Copper Ore. Ich glaube, Copper braucht man nicht wirklich. Ich glaube, ich könnte mal Diamonds suchen gehen, eventuell. Dann grabe ich mich, glaube ich, komplett gleich runter. Ja, ja, ja. Dann grabe ich mich gleich komplett runter und suche hier Diamonds. Ist da vorne noch irgendwas? Ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, checkt unbedingt den Livestream aus. Und wollt ihr irgendwie hier, dass ich in der Folge meinen gehe? Oder wollt ihr hier, dass ich mehr in Livestream hier meinen gehe und Haus baue? Oder soll ich offscreen ein Haus bauen? Also das Haus weiterbauen? Ich weiß nicht. Könnt unbedingt alles hier in die Kommentare schreiben, dann lese ich das. Ich glaube, ich könnte sogar jetzt so eine kleine Abstimmung machen, ob ich hier mehr in Livestream meinen gehen soll oder mehr in der Folge. Weil, okay, was ist das hier? Ich weiß nicht, finde das langweilig, das Minen hier? Oder nicht? So. Jetzt sehen wir noch, was das Aquamarin-Ohr da ist, was das sich bringt. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Solche Höhe sehen wir schon, wir sind Höhe 50, 50, wie auch immer. Soll ich gleich mal runter? Ich hoffe, eine Spitzhacke geht nicht aus. Hoffentlich nicht. Weil eigentlich brauchen wir nur Dias. Ich weiß nicht, was sonst noch für Erze gibt. Es gibt alle möglichen Erze. Nur die ganzen Erze, die wir bisher gefunden haben, waren die ganzen Erze, die ganz oben waren. Was bist du hier für ein Erz? Okay, Lead. Ich glaube, Lead ist so was Ähnliches wie Eisen. Was ist das? Okay, einfach noch Copper. So. Ja, ich weiß immer noch nicht, wie man Drachen zähmt, die wirklich. Bug der Dings. Könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben, wie man die Drachen zähmt. Ich glaube, man muss einfach irgendwie ein Drachenei oder irgendwas, habt ihr gesagt, von so Mutter-Dings. Mutterdrachen. Ja, das können wir alles noch machen. So, ein bisschen Eisen, Daridino. So, ich hoffe, hinter mir spawnen gleich keine Zombies. Ist ja gerade sehr unpraktisch. Aber egal, es wird schon passen hier. Was bist du? Was ist das? Was bist du, lol? Oh, pretty. Dig deep to mine some Mithril. Mithril, lol. Ich kenne Mithril nur von Dings, von Terraria. Hat es das gegeben, das Mithril? Lol, wie cool das Herz ist. Lol. Glaubt ihr, das ist so gut wie Diamanten? Mithril? Oh, Botania? Was ist Botania für ein Mod? Genau, mal in den Kommentar schreiben. Botania ist, glaube ich, irgend so ein Pflanzenmod. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, was Botania ist. Oder lol. Was bist du? Ist es Wasser? Ist es Öl? Was ist das? Oh oh. Was ist das für ein Dings? Krieg ich Gift, wenn ich da reingehe? Ich habe keine Ahnung, was das ist hier für ein Wasser. Ist ganz normales Wasser, glaubt ihr? Kann sein. Doch, ich glaube schon, dass es ganz normales Wasser ist hier einfach. Also ich glaube, wenn ich beim Hochgehen oder so, mache ich noch schnell ein Wasserbucket. Dann schaue ich, was das für ein Wasser ist. Oder ist es wegen Shader, dass es buggt? Ich weiß es nicht. Sieht mir irgendwie so aus wie Öl. Alright, dann graben wir weiter. Also Mithril-Erz, ich weiß nicht, ist das gut, glaubt ihr? So, was ist das hier? Zinn. Zinnoridino. Ich weiß auch nicht. Kann, glaube ich, auch was craften. Was bist du? Aluminium? Lol, Aluminium. Okay, kann ich immer gebrauchen. So, Aluminium. Ich glaube, das ist auch für Galactic Craft oder so. Das ist eine Zinn-Erz da. Alright, so und so und so. Und apropos hier Livestream, wo wir jetzt erst schon da beim Thema waren, wollte ich irgendwie, dass ich auch Videos mal mit Facecam mache oder so. Weil, keine Ahnung, in Livestream ist halt immer, dass man Live-Reaction sieht und so. Für Facecam cooler, ich weiß nicht.
Wollt ihr irgendwie die Facecam auch hier in normalen Videos haben? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Wie immer hier. So. Ich höre schon Zombie hier irgendwo. Welche Höhe sind wir? Okay, wir sind jetzt eigentlich auf Höhe, auf die Höhe. Auf Höhe Dias, genau, wollte ich schon sagen. So, auf die Höhe. Das heißt, wir könnten hier straight in eine Richtung graben. Noch dass wir Diamanten finden. Eigentlich sollte man da immer Diamanten finden. So, so, so. Was ist das hier? So, also wieder Aluminium, glaube ich, oder? Die Lead ist das. Das ist richtig komisch. Leute, ist das? Saphir? Warte mal, Saphir-Erz? Lol, okay. Gibt's Rubies und Saphir? Kann man. Saphir? Saphir-Blocks. Was ist das? Raw Silicon? Silikon? Was kann man mit Silikon machen? Lol. Silikon? Alright. Komische Erze. So, vorne kommt gleich eine Mine. Aber Silikon, das kann man Silikon? Silikon? Silikon, Galacticraft. Das heißt, ich will Galacticraft. Habe ich auch schon auch lange nicht gemacht, hier irgendwas mit Galacticraft. Ja, vielleicht finden wir irgendwann zum Modus mit Galacticraft. Ist auch richtig cool. Alright, hier ist wieder das komische Ohr. Was bist du? Zinn, ich weiß nicht, ob ich Zinn brauche. Ich will Tiers finden, actually. Tiers sind cool. So, ich glaube, die Rüstung ist ganz schlecht als die Rüstung hier. Alright, so, bam. Oh, jetzt eine Spitzhacke kaputt. Ja, da würde ich mal sagen, wir gehen wieder hoch hier. Ich leuchte da schnell alles aus. Alright, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier mal hoch. Ich muss den Gang hier unbedingt. Man haut sich ganz den Schädel hier an. Den Kopf hier an. Muss ich unbedingt hier auch machen. Und genau, was ist das für ein Dings? Ich weiß nicht. Was auch immer das für ein. Okay, kommen wieder solche komischen Geräusche. Was für ein Wasser ist. Das ist Giftwasser, ich weiß nicht. Wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben. Dass ich hier sehen kann. Alright. Hier ist noch ein Loch, das brauche ich wieder zu. Ich spiele jetzt erstmal mit Trill, weil ich weiß echt nicht, was mit Trill. Mit Trill gut ist. Ich glaube schon, oder? Es war sehr weit unten. Oh, da ist ein Zombie. Oh oh. Warum spawnt der in mein Haus? Hast du eine Waffe? Doch, der Tatsache, der hat eine Waffe. Ha, kannst dich schießen, oder? Wow, okay. Das nehme ich zurück, das nehme ich zurück. Oh, 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 oh. Okay, der macht relativ wenig Schaden. Oh, mit einer Handkanone kriegst. Okay, aber wir haben. Leute, schon. Bullets. Ich glaube, da können Bullets drinnen. Aber Leute, wir haben eine Waffe gerade gekriegt, okay. Oh, das nehme ich hin. Jetzt muss ich noch mehr Fackeln hier platzieren. Alright. Wir müssen unbedingt noch demnächst auch ein Dach bauen hier. So, Saphir. Saphir. Vielleicht gibt es mal hier Säulen. Und dann hau ich mal das hier rein. Hier ist noch Sand vom Dings. Hier auch noch. Dann hau ich mal das hier rein. Das und schmilzt das mal alles hier. Und das hier auch. Und das hier auch. Oh, hier ist noch Dings drinnen. Und das würde ich sagen. Genau, genau, ich wollte auch solche Chests bauen. Solche Eisen-Chests, oder wie man das nennt. Warte mal, ist mein Eisen hin? Oh oh, ist mein Eisen weg? Ich werde das irgendwo schon wieder finden. Oder so ein Eisenofen. Ja, egal, wahrscheinlich mache ich das nächste Dings. Nächste Folge, so ein Eisen-Chest oder sowas. Hab jetzt richtig viel Cobblestone für mich drauf. So, Sand. Das hier, so. Ich glaube, Cobblestone mache ich einen extra Stack hier. So, dann nicht hier, so. Den Rest schmilzt ich, glaube ich, einfach später. Was für Drill? Kann ich gleich eine Spitzhacke aus dem machen, actually? Ich kann schon, oder? Eine Spitzhacke machen. Tatsache, ich kann eine Spitzhacke machen. Soll ich ein Schwert machen? Ich kann, glaube ich, alles mit dem machen. Soll ich ein Rüstungsteil machen hier? Ich kann eine Rüstung auch damit machen. Oder was ist das? Man kann Sticks machen. Mit Drill Rod. Kann eine Rüstung machen. Ich glaube, ich mache ein Schwert, oder? Was bringt sich ein Schwert? 7 Attack Damage. Okay, es wäre ein Tierschwert. Ich glaube, ich mach mal eine Spitzhacke. Ich glaube, die baut relativ schnell ab, oder?
5 Attack Damage. Wie schnell baut ihr ab? Mal schauen. Ist wie eine Eisenspitzhacke, glaube ich, oder? Aber schon eine blaue Spitzhacke, nicht schlecht, nicht schlecht, würde ich sagen. Schon cool hier, eine blaue Spitzhacke zu haben. Dann habe ich noch das hier rein. So. So, so und so. Es ist auch alles geschmolzen. Alrighty. Ich habe noch ein paar Erze. Ich glaube, ich schmelze ich in währenddessen hier. Ja, doch. Die ganzen Erze kaufe ich da mal rein, aber sind jetzt, glaube ich, die nächste Folge fertig hier. Und ja, Silikon, Silikon, Silikon. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's ja auch mit der Folge schon. Ja, wie gesagt, lasst ein Abo und ein Like da. Und schreibt in die Kommentare den Namen für Schaf. Und ja, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und für ein Like würde ich mich mega freuen hier auch. Dass euch das Haus hier gefällt und so. Und ja, schreibt unbedingt wieder Kommentare hier. Warte, ich nehme kurz mein Helm hier ab. Schreibt unbedingt wieder Kommentare. Zum Beispiel, was Silikon ist oder so. Ich weiß selber nicht. Ich esse hier noch ein bisschen. Und ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo. Like ist. Jetzt verspringe ich schon. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao.